Jetzt haben Sie schon an vielen problembasierten Lernkonzepten, glaube ich, mitgearbeitet oder die schon eingesetzt. Ich glaube, der Kontext ist Dänemark. Können Sie uns da ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie so etwas aussehen kann, aus Ihrer Erfahrung? Ja, also ich habe in Dänemark an der Universität in Aalborg unterrichtet und diese Universität wie auch die Universität in Roskilde sind zwei sogenannte Reformuniversitäten, die in den mittleren 70er Jahren gegründet wurden, so als, ich würde mal sagen, fast in Opposition zu den klassischen Universitäten, weil sie sich eben überlegt haben, Unterricht könnte auch anders aussehen. Ursprünglich wurde dieses Konzept des PBL von der McMaster-Universität in Kanada entwickelt. Das war so Mitte der 60er Jahre und dann aufgegriffen auch von der Universität in Maastricht in den Niederlanden. Was da ganz speziell war bei diesen Unis war, die hatten den Fokus, dass PBL eingesetzt wurde in den naturwissenschaftlichen Bereichen beziehungsweise auch in der Medizin. Und da, das sieht man generell auf vielen Unis, die das heutzutage auch noch machen, dass diese Lehrform also da also auch sehr beliebt ist. Was in Aalborg in Dänemark anders ist, ist, dass von Anfang an PBL in allen Fakultäten, in allen Bereichen, also auch in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften eingesetzt wurde. Und das natürlich auch eine gewisse Herausforderung war, eben von diesem klassischen Konzept vielleicht wegzugehen. Und insofern hat sich da also eine ganz besondere Lehrform entwickelt. Ganz speziell, was das bedeutet, ist, dass zum Beispiel in Aalborg also für die Studierenden das Studium so aussieht, dass die Hälfte aller ECTS als problembasiertes Projekt bearbeitet werden muss. Ja? Und das sind also 15 ECTS pro Semester, ist also eine ziemlich große Arbeit. Und diese Projektarbeit wird unterstützt durch Kurse, also Lehrveranstaltungen, die diese Projektarbeit thematisch unterstützen sollen. Das heißt, das sind dann vielleicht Lehrveranstaltungen, die eben entweder theoretisch oder methodisch ein spezielles Thema auch verfolgen. Und das soll dann in der Projektarbeit dann auch eingesetzt werden. Und dann am Ende des Semesters wird also ein Bericht auch zusammengestellt. Die Studierenden müssen dann eine Präsentation machen und werden dann mündlich beurteilt. Ja. Wie gesagt, je nachdem, wie das Projekt aussieht, auf welcher Fakultät oder in welchem Programm das abläuft, dann kommen vielleicht auch noch Experimente dazu oder Modelle oder so, also auch dann auch andere Dinge, die dann mit eingesetzt werden, wenn die Studierenden mit irgendwelchen Ideen gearbeitet haben, was in ein Designkonzept zum Beispiel haben. Wichtig ist eben, dass diese Art der Lehre eigentlich allen Programmen einen sehr angewandten Charakter gegeben hat. Das heißt, es wird auch zum Beispiel Projektarbeit in Fächern wie Philosophie gemacht und da geht es dann darum, dieses oder jenes Konzept, wie wird das dann umgewandelt, was bedeutet das eigentlich? Und also das ist eigentlich eine sehr schöne Art des Lernens, weil es eben auch, weil die Begründung, warum auch schwere Theorie gelernt wird, eben auch immer irgendwie unterstützt wird mit einem Beispiel oder irgendeiner Anwendung, wo das eingesetzt wird. Dann macht auch die komplexe Theorie auf einmal Sinn für die Lernenden im Idealfall. Genau, und es heißt dann eigentlich auch für die Lehrenden, dass man sich eben ganz exakt überlegen muss, welche Theorien, welche Fähigkeiten sind denn tatsächlich notwendig, das große Thema des Semesters dann auch zu erreichen, um auch da die Lernziele zu unterstützen. Also insofern hilft das auch
ein bisschen von der, also die Lehrenden ein bisschen zu adjustieren in ihrem Fokus, würde ich mal sagen. Mhm. Okay, spannend. Wie funktioniert das in der Schule, wenn ich jetzt problembasiertes Lernen einmal einsetzen möchte? Ja, also im Prinzip ganz genauso. Das heißt, das ist dann, was wirklich anders ist, ist, dass im Schulbereich es wahrscheinlich weniger häufig der Fall ist, dass sowas, so ein Projekt über ein ganzes Semester läuft, kann aber durchaus auch sein. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass solche Projektarbeiten in einem kleineren Zeitraum bearbeitet werden. Hier ist es interessant und wichtig, dass zum Beispiel auch fächerübergreifend gearbeitet werden kann und hier sich vielleicht auch, es erweist sich da als sinnvoll, sich auch mit seinen Kollegen abzusprechen. Solche Projekte können sehr klein gehalten werden, können auch über ganz kurze Zeiträume gemacht werden. Das heißt, es kommt wirklich auf den Umfang drauf an, wobei man zum Beispiel sich auch überlegen kann, wenn man problembasiertes Lernen generell oder öfter eben anwenden möchte, dass man Projekte klein organisiert und vielleicht jedes Mal einen anderen Fokus drinnen hat, den man vielleicht etwas verstärkter auffangen möchte mit seinen Schülern. Mhm. Und das heißt, weil zum Beispiel Gruppenarbeit ist ja auch nicht immer einfach. Es geht ja auch dabei darum, dass man mit der Heterogenität der Gruppe arbeitet, dass man das lernt, dass man lernt, anderen Leuten zuzuhören, dass man lernt, gewisse Arbeiten bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu bringen und sich austauscht. Wichtig bei der Gruppenarbeit ist ja auch, dass man dann nicht, wenn es dann zur Präsentation geht, dass man wirklich auch Bescheid weiß über all die anderen Teile, die vielleicht die anderen erarbeitet haben und nicht nur sein eigenes kleines Nischenwissen hat. Wenn man das jetzt so hört, wahrscheinlich drängt sich da die Frage auf, ich als Lehrerin, wie bereite ich mich da jetzt am besten, wenn ich das im Unterricht einmal einsetzen möchte, ausprobieren möchte, wie bereite ich mich auf so ein problembasiertes Lernszenario vor und wie verhalte ich mich da dabei, welche Kompetenzen brauche ich da eigentlich? Naja, die wichtigste Kompetenz ist, dass man, ich würde mal sagen, also zu jedem guten Lehrer gehört ein guter Plan. Und ganz egal, um welches Thema, um welches Lehrprinzip es sich dann dreht, also dieses Vordenken muss drinnen sein. Wenn sich in den Bereich des problembasierten Lernens dreht, da ist es ganz wichtig, dass man zuerst mal eben das so geplant hat, dass man mit seinen Lernenden sich zusammensetzt und ganz klar die Ziele auch ausformuliert und ihnen so die gewissen Eckpunkte auch in dem Projekt, also auch da die Informationen gibt, die beinhaltet werden müssen. Das heißt eben so zum Beispiel konzeptionell, methodisch, was da drinnen sein muss. Das sind so die Eckpfeiler und diese Teile müssen also da mit beinhaltet werden. Aber ansonsten ist den Schülerinnen und Schülern dann Freiraum gegeben. Das heißt, dann muss die Lehrperson sich eben so vorbereiten, dass man vielleicht vorab schon mal etwas recherchiert, was es für Ressourcen gibt in puncto der thematischen Aufbereitung, beziehungsweise ist es wirklich eine gute Idee, sich speziell bei diesem Lehrprinzip auch sich mit externen Experten auseinanderzusetzen, die eventuell als Experten auch in den Unterricht kommen können, beziehungsweise die besucht werden können oder irgendwie mit involviert werden können. Es ist ja wichtig bei solchen Arbeiten und hier ist oft die Herausforderung vielleicht für Lehrpersonen, die das noch nie gemacht haben, wie man das Ganze evaluiert, wie macht man das und wo beginnt man da. Also insofern ist es eben ganz wichtig,
dass man sich überlegt, was möchte ich, dass meine Schülerinnen und Schüler am Ende, was soll da rauskommen? Wie kann ich das ganz exakt formulieren, die Kompetenzen, die da entwickelt werden sollen? Und das muss man sich vorarbeiten und das muss man vor allem auch ganz am Anfang seinen Schülerinnen und Schülern erklären, was man sich erwartet. Und da könnte durchaus auch mit drinnen enthalten sein, dass man eben mit digitalen Ressourcen arbeitet und vielleicht Simulationen mit einbaut, je nach, also wie gesagt, je nach dem, was das jetzt dann. Also die digitalen Kompetenzen könnten dadurch so als Nebeneffekt gleich auch mitentwickelt werden. Absolut, in so einem. Absolut. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Jetzt haben wir so viele verschiedene Settings und Szenarien kennengelernt, für die problembasiertes Lernen jetzt auch aus meiner Sicht einen sehr starken Mehrwert, ich verwende dieses Wort jetzt einmal, hat, also für die problembasiertes Lernen sich eignet, dieses Lehrprinzip. Gibt es jetzt ein Beispiel, wo man das nicht machen sollte? Nein. Ich glaube, also wenn man sich selbst so dieser Idee generell öffnet, wenn man vor allem versucht, für seine Lernenden Situationen zu finden, wo sie wirklich dieses Wissen in dem Fachbereich oder Fachbereichen anwenden können. Das ist so eine wichtige Erfahrung. Also das ist was, was meines Erachtens nach sehr positiv sich auf den Lernerfolg, auf die Motivation auch auswirken kann. Es gibt selbstverständlich auch Herausforderungen und das hat vielleicht mehr eben oder manchmal was damit zu tun mit dem Sozialisieren, also mit der Gruppenarbeit, die ja eigentlich wirklich erwünscht wird hier. Und es passiert schon immer wieder mal, dass Individuen nicht in der Gruppe arbeiten können. Und ich glaube, auch da muss man flexibel genug sein, dass man eben hier und da dann eben auch ein Einzelprojekt bearbeiten lässt. Aber dann muss man nicht unbedingt aus dem generellen Konzept der problembasierten Arbeit heraussteigen. Insofern kann man das ein bisschen nuancieren, aber eigentlich kann ich mir, also auch in meiner Erfahrung, keine Thematik, keinen Lernbereich vorstellen, wo das nicht möglich oder anwendbar ist. Das ist ein gutes Schlusswort. Katrin Ottrelkaas, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.